Ich grüße euch. Es geht weiter mit God of War Ragnarok. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß. Wir gehen direkt rein. Letzte Folge haben wir ein paar neue Gegnertypen kennengelernt. Unter anderem den Flammengradunger. Wo ist er denn? Den wollten wir uns nämlich nochmal durchlesen, bevor wir weitergehen. Natürlich finde ich den jetzt nicht. Düsterer Nacht, Magulon, da ist er doch. Das bevorzugte Reittier von Odins Einherjahr. Man kann sie mit einem griechischen Löwen vergleichen, kombiniert mit den Hörnern einer Ziege, dem Geweih eines Hirsches und der unnatürlichen Fähigkeit, das Laubwerk um sich herum zu verbrennen. Das war ein ganz schön harter Gegner, aber er war uns nicht gewachsen. Genauso wie die Einherjahr-Truppen, die uns unermüdlich angreifen, während wir verzweifelt versuchen, Freyas Fluch zu lösen, was momentan unsere Hauptaufgabe ist. Wir sind in Vanaheim unterwegs, der Heimat der Vanengötter. Dschungeliges, schwüles, pflanzenüberwuchertes, gefährliches Gebiet. Ich mag's. Wir müssen zu diesem Wachturm. Der Weg führt durch dieses Tal. Hier lang. Ah ja. Du gehst Ich kenne die voran. Geschichte deines Sohnes. Du sollst die meiner Tochter kennen. Ein grausamer Gott täuschte mich und ließ mich ein Dorf auslöschen. Ich wusste erst, dass meine Frau und meine Tochter dort waren, als ihr Blut an meinen Händen klebte. Ich schwor Rache. Das ist Das war Ares. unvorstellbar. Ich rächte sie tausendmal und legte den Olymp in Schutt und Asche. Doch die Schuld blieb. Ja. Vielleicht wirst du mich töten, Freya. Aber es wird dir keinen Frieden bringen. Vielleicht will ich keinen Frieden. Schauen wir mal. So oft, wie ich zu dir kam, warum hast du nie gegen mich gekämpft? Es wäre immer eine Niederlage gewesen. Was soll das heißen? Ich wollte dir nie etwas antun, Freya. Du hast Atreus gerettet, als er krank war. Ich wollte nicht damit leben, dich zu töten. Genauso wenig, wie ich sterben wollte. Verstehe. Ob die beiden sich nochmal zusammenraufen können? Die Pflanzen hier sind gefährlicher, als sie aussehen. Die zerstört man besser, bevor man drunter durchläuft. Die tun einem nichts Gutes. Letzte Folge haben wir auch Freya kennengelernt. Das ist Freyas Bruder. Und er führt so einen kleinen Widerstandstrupp von Vanenkriegern an. Neuer Gegnertyp. Die kleinen Viecher hier. Ja, die neue Combo ist echt gut. Muss ich sagen. Gegen kleine Gegnergruppen ist das was Feines. Und die Viecher an der Decke machen die unverwundbar. Die müssen wir also zuerst vernichten, wenn ich ihnen begegne. Entschuldigung. Ich darf nicht vergessen, wenn ich das Mikro mute, es auch wieder zu Mein entmuten. Dorf. Ihr Dorf? Ich erkenne es kaum. Freyr und ich spielten in den Feldern verstecken. Wir verbrachten Tage damit, Hübsch Honigbrot hier. aus der großen Halle zu stehlen. Diese Zeit tanzten und schlemmten wir bis Sonnenaufgang. Es war ein Warum musste ich zurückkommen und an all das erinnert werden? Es ist auch so ein leichter Selbstfindungstrip für Freya, dass wir jetzt hier ihr altes Dorf besuchen. Ich habe irgendwie doch ganz gute Hoffnung, dass sie Kratos nicht töten wird. Ah ja, praktisch, praktisch. Aber mal gucken, was die zukünftigen Ereignisse noch bringen. Wie sehr die beiden zusammengeschweißt werden. Hier kommen wir nicht durch.
Das verlassene Dorf. So verlassen ist es mit Sicherheit nicht. Die große Halle. Eine Ruine. Möge Freya niemals wanken. Die andere Hexe fehlt. Möge sie uns stets beschützen. Gebete an Freya. Freya wurde innig von ihrem Volk verehrt. Sie scheinen dieses Dorf vor langer Zeit verlassen zu haben. Ob freiwillig oder unter Zwang ist unklar, aber ich spüre, dass die Worte während ihrer Abwesenheit einen sauren Beigeschmack bekommen haben. Übrigens, schicke neue Rüstung haben wir an. Was heißt neue Rüstung? Wir haben unseren alten Bauchpanzer Niedervelier Stahl upgegradet. Haben jetzt noch mehr Abwehr, noch mehr Lebensenergie. Den Hüftschutz auch. Wir haben ein bisschen verbessertes Betäubungszustandsverhalten, was wir ja immer anstreben, damit wir Lebensenergie zurückgewinnen. Nach jedem Betäubungsangriff läuft das. Und ich stehe da immer noch total drauf. Ich sag's immer wieder gerne, das ist eine geile Rüstung. Und ich sehe momentan kaum bis gar keine Notwendigkeit, auf eine andere zu gehen. Ich habe mich zu sehr daran gewöhnt, über Betäubungsschaden Lebensenergie zu regenerieren. Kann da so leicht jetzt vielleicht gar nicht mehr von weg. Wir haben die Aggressionsbewältigung auf Bronze geschafft. Wir brauchen noch 25 Truhen. Dann sind wir auf Silber. Und dann gibt es wieder Erfahrungspunkte. Haben wir genug Erfahrungspunkte für ein neues Upgrade? Nee. Ihr seht da unten die weiteren Fähigkeiten, die noch grau sind. Die brauchen jetzt Upgrade-Stufen 4, 5 und 6. Und bei den Chaosklingen brauchen wir sogar, wir müssten die Chaosklingen mal upgraden. Ich glaube, wir haben die Axt schon auf 4. Nee, auf 3. Und die Chaosklingen auf 2. Wir haben immer noch keinen schweren Runenangriff. Und wir haben auch immer noch keinen schweren Runenangriff für die Chaosklingen. Da sollten wir ab und zu auch mal einen Blick drauf werfen. Wir haben immer noch unseren Parierschild und einen Schildzusatz, der einen Rage-Schub beim Parieren bringt. Haben wir da was Besseres? Gewährt einen Segen der Abklingzeit beim Unterbrechen von doppelten Angriffen mit blauem Ring oder beim Parieren. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Das ist nur Standard. Aber wir bleiben mal hier. Hier sind wir auf Mut. Bei Spartas Rage. Und als Reliquie tragen wir den Main-Talisman. Der gewährt einen kurzen Bonus auf Nahkampfschaden. Und der hier würde Betäubungsschaden an die Gegner abgeben. Hey, wir können die sogar verbessern. Wir verbessern mal den Main-Talisman. Ja. Ich stehe auf Nahkampfschaden-Boost. Okay, wo gehen wir lang? Hier durch. Ich höre sie da drin. Mach dich bereit, sie zu erledigen. Okay. Da drüben ist ein Einherr, ja. Da ist noch einer. Kümmern wir uns erst um den. Das war geil, oder? Das war ja mal richtig krass. Das war gar nicht so geplant. Ups. Jawohl.
Nein. Sollte ein schöner Block werden. Wo denn? Ah. So, jetzt ist aber mal Ruhe. Meine Herren. Genug, was Odi mir angetan hat. Er hat jede Erinnerung, die ich an mein Zuhause habe, entweiht. Sei froh, dass du ein Zuhause hast und dass du dich gern erinnerst. In Sparta nahm man die Kinder ihren Eltern weg und erzog sie in der Agoge. Wir marschierten oder starben, stritten um Reste oder hungerten. Man schlug uns, bis wir nicht mehr stehen konnten. Abends schlichen wir nach Hause, allein, gejagt von den Wölfen. So werden Spartaner gemacht. Hm. Die Agoge ist echt barbarisch, ja. Hier gibt es noch ein bisschen was einzusammeln. Wir haben hier unten gar nicht gekämpft. Wir hätten den Kampf echt auf mehreren Ebenen führen können. Ich habe mich wieder dazu entschieden, mich nicht weit zu entfernen. Stattdessen gab es mit der Axt Saures. Geht's hier noch weiter runter? Nee. Hier geht's wieder hoch. Dann gehen wir jetzt mal hier durch. Ja, sieht doch ganz solide aus hier. Bin echt gespannt, wie sie Freyas Fluch brechen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ablaufen soll, ganz ehrlich. Aber sind wir mal gespannt. Bleibst du oben? Hier können wir auch wieder mal öfter Ausschau nach Raben halten. Das fackeln wir erstmal ab. Ah. Sehr schön. Bisschen Loot. Stahl und Hacksilber. Okay. Den sparen wir uns auf. Und hier ist kein Durchkommen, oder? Diese Pflanzen verhalten sich wie die Hohnstangen, die wir einst im Vorland von Midgard fanden. Mhm, ich erinnere mich. Die Hohnstangen. Hoffentlich gibt es dann nicht auch so schamanische Hexenkriegerinnen wie in Midgard, die die Dinger verwalten. Das waren nämlich sehr unangenehme Gegner. Tja, wenn man bedenkt, wie Spartaner sind, ist es kein Wunder, dass du so geworden bist. Dein Schicksal war vorbestimmt. Man kann sein Schicksal ändern. Als
die Nornen das Schicksal meines Sohnes weissagten, wollte ich es ändern. Du weißt, was das für ein Ende nahm. Die Nornen sind die Mäuren dieser Welten. Ja, genau. Schicksalsgöttin. Der Prophezeiung zu trotzen ist riskant. Mäuren waren, glaube ich, in God of War 2 der große Gegenspieler. Schmettersternschild. Der ist jetzt quadratisch. Ein Schild, um mobil zu bleiben und aufzuladen. Abwehr 55. Okay. Der könnte geil sein. Tippen Sie einmal L1. Nee, tippen Sie L1 zweimal an, um Gegner mit einem Schildhieb zurückzudrängen. Bei voller Ladung ist der Hieb stärker. Halten Sie L1 gedrückt, um Ihren Schild aufzuladen. Beim Abwehren von Angriffen wird Ladung verbraucht. Führen Sie kurz vor einem gegnerischen Treffer einen Schildhieb aus, um den Angriff zu absorbieren und Ladung aufzubauen. Der ist schnörkellos. Ach komm, wir probieren den mal aus. Der hier bringt ein bisschen schnellere Abklingzeit. Dafür hat der viel mehr Abwehr. Probieren wir ihn doch einfach mal aus. Öfter mal was Neues machen. Und der lädt sich auf. Und ist jetzt auch fertig aufgeladen. Bleibt auch so, so wie es aussieht. Und so werden wir das wieder los. Ja. Ja, warum nicht? Vielleicht tanken wir uns ein bisschen durch die Gegend. Aber bei meiner Rüstung aus Niederwellierstahl bleibe ich. Da geht nichts drüber. Von riesengeweissagtes Schicksal. Verschwindet für zwei Tage. Und sich als ihr Streiter beweisen, der bei Ragnarök kämpft. Wie bitte? Ich kenne alle Ragnarök-Prophezeiungen. Es gibt keinen Streiter der Riesen. Groa hatte diese verborgen. Wegen dieses Streiters rafft Ragnarök die Welten nicht dahin. Nur Asgard wird fallen. Und Odin. Obwohl Odin also die ganze Zeit so von Ragnarök besessen war, fehlt ihm also ein wichtiger Baustein. Gut gemacht, Groa. Mhm, in der Tat. Aber dafür hat sie mit ihm Leben bezahlt. Kein Spielball der Prophezeiung. Du stellst dich noch gegen das Schicksal? Selbst wenn es einen Sieg vorhersagt? Mein Sohn zieht nicht in den Krieg. Er ist kein Spartaner. Dabei soll es auch bleiben. Aber lass es doch vielleicht mal deinen Sohn ein bisschen mitentscheiden. Du sprichst davon, deinen Sohn zu beschützen. Ist meine Tragödie dir nicht Lehre genug? Wir sollten unsere Zeit mit ihnen verbringen, nicht damit, das Schicksal zu bekämpfen. Man weiß nie, wann jemand einem plötzlich diese Zeit nimmt. Da hat sie ja mal sowas von recht. Also spätestens, wenn die Kinder anfangen, erwachsen zu werden, sollte man langsam aufhören oder zumindest reduzieren, sie zu beschützen. Weil die können auf sich selbst aufpassen. Das müssen sie. Ne? Dafür wird man erwachsen. Einen Weg über die zerstörte Brücke finden. Das sollte kein Problem sein. So, das sieht doch ganz gut aus. Das hier können wir nicht abfackeln, weil das sumpfiges Wasser ist. Augenblick. Kannst du die Fackel auf die andere Seite schwingen, um das Gestrüpp im Weg zu verbrennen? So. Ach, wir hatten diese eine Nornentruhe gar nicht, ne? Ist auch schon so lange her. Was kann ich denn hier mitmachen? Kann ich das rumschwingen? Ah, ich hab's verstanden.
So, ne? Mit deinen Klingen kannst du die Fackel rüberschwingen. Okay, das funktioniert nicht so wirklich. Ob ich das auf die Kette kriege, weiß ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, das Ding hängt da drüben. Im Moment kriege ich es nur erreicht von hier aus. Hier brennt schon ein Feuer. Okay. Einen Schwung machen und dann direkt rüberfahren. Super, es funktioniert 1A. Nein. Es funktioniert leider gar nicht so gut hier. Ja, ich weiß auch nicht. Ich wähle die Axt aus und dann habe ich sie plötzlich nicht in der Hand. Also irgendwas ist hier gerade echt ein bisschen komisch. Jetzt nimm doch mal die blöde Axt in die Hand. Ja. Nee, da bin ich gerade irgendwie ein bisschen zu dämlich für. Sorry about that. Aber es geht nun mal nur hier weiter. Das Problem ist, dass gerade mein Husten mich ein bisschen zu sehr übermannt. Kann mich nicht so konzentrieren gerade. Oh Gott, es ist gerade anstrengend. Naja, ich muss mich jetzt einfach mal konzentrieren. Geht gerade nicht anders. Boah, das kniffligste Rätsel seit langem, muss ich sagen. Wir kommen nur hier rüber. Wir kommen jetzt hier rüber. Okay. Was können wir hier drüben machen? Wir können im Moment hier drüben gar nichts machen. Wir könnten höchstens das Ding schwingen, aber auch nur, wenn es auf unserer Seite wäre. Ist es momentan nicht. Wir können es drehen. Das ist eine Idee. So können wir es abfackeln. Nee. Also irgendwie weiß ich diesen Feuertopf noch nicht so wirklich einzusetzen. Boah, ist das kompliziert. Ich weiß nicht wie. Geht nicht. Das schwingt nicht in das Feuer rein. Bin da irgendwie zu blöd für, Leute. An dem Rätsel soll es jetzt scheitern, oder was? Dass wir hier flüssig vorwärts kommen, das ist doch ätzend. Ja, und jetzt? Was hat mir das jetzt gebracht? Verschwenden wir nicht noch mehr Zeit? Bin gleich wieder da.
Heute ist Chaos-Folge, Leute. Ach Gott. Oh. So, jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Ruhe. Das da muss brennen, aber wie zum... Wie kriege ich es zum Brennen? Und sie hält natürlich schön ihren Schnabel. Nicht ein Wort der Hilfe. Lass uns nicht noch mehr Zeit verschwenden. Das sind die Worte, die ich gerne höre, ja. So kommen wir dann rüber. Die Schweigefolge heute. Ja, es tut mir leid, wir kommen hier aktuell nicht weiter. Also das Rumschwingen bringt ja nur was, um die Fackeln anzuzünden. Wir haben zwei davon geschafft. Wie brenne ich jetzt den Rest von dem Zeug nieder? Wie? Das müssen wir auf jeden Fall. Und zwar müssen wir das mit den Klingen machen. Aber dafür sind wir zu weit weg. Und ein Schwinger bringt ja auch nichts, weil das schwingt nicht weit genug dahin. Haben wir auch ausprobiert, ne? Das bringt auch gar nichts. Es bringt nur was für die Fackeln hier. So, was können wir da... Was können wir da drüben? Warum kann ich nicht einfach in die Mitte, da drauf, und dann von da aus die Chaosklingen benutzen? Das ist ein sauschwieriges Rätsel. Auf einmal geht's. Wollt ihr mich eigentlich verarschen, Leute? Gehen wir jetzt über die Brücke. Ey. Also so, ich habe auf sowas echt keinen Bock, gell? Denkt euch einfach euren Teil, ich tu's auch. Da war das Game Design nicht on point, nicht perfekt. Wie kannst ausgerechnet du von allen Lebenden... Und wie sie einfach die ganze Zeit den Schnabel gehalten hat, geht auch gar nicht, finde ich. Ich kenne den Krieg und seinen Preis. Das geschieht, wenn man nicht glaubt, das Rätsel gecheckt zu haben, weil ein klitzekleiner Fehler dafür sorgt, dass man es nicht vollständig lösen kann, obwohl man alles richtig macht. Sowas hasse ich. Naja, Mund abputzen, weitermachen. Na schön, jetzt aber zurück zur Sache. Boah, geht sie mir gerade auf den Zeiger. Die hätte ja wirklich auch mal einen... Na egal, komm. Egal jetzt.
paar Gegner zum Abreagieren, komm. So viel Zeit verschwendet gerade. Einer von Odins Hauptmännern. Mach dich bereit. Genau das Richtige jetzt. Genau meine Kragenweite. Und zeig mal, was du drauf hast. Fiske. Okay, du machst richtig viel Schaden. Okay, der ist krass. Also wie man dem Ding ausweichen soll. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem gelben Angriff machen soll. Naja, wir sterben jetzt erstmal. Ich habe das leider ein bisschen verlernt. Was mache ich gegen die gelben Sachen? Muss ich da im richtigen Moment parieren, glaube ich? Oder im richtigen Moment blocken? Ja, ja, ich glaube schon. Nicht parieren, sondern blocken. Viel besser. Viel besser reingekommen. So. Fiske. Wie muss ein Sterblicher im Leben gewesen sein, um eine solche Macht und Autorität in Valhall zu erlangen? Danach zu urteilen, mit welcher Kraft er die Sense schwingt und sein Territorium verteidigt, vermute ich, dass er ein Bauer war, der die Waffen gegen irgendwelche Bedrohungen erhob und sich als guter Schlachter erwies. Und für seine Tapferkeit wird er nach dem Tod mit noch mehr Schlachten belohnt. Ich frage mich, ob er überhaupt eine Wahl hat. Verbundleder. Das ist auch neu. Klinge von Döder, die von den Einherjer geworfene Klinge, ist ein Synonym für den Tod. Das ist neu. Reliquie, Klinge von Döder, schleudern sie ihren Gegnern eine Bifröst-Chakram entgegen. Cool. Durch die Verbesserung wird die Anzahl der geworfenen Chakrams erhöht. Das heißt, es gibt keine Oberfläche, die sie nicht durchdringt. Ja, es ist ein Wurfgeschoss,
was man mit L1 und Viereck dann schießen kann. Ich finde den Nahkampfboost besser. Im Moment. Mal gucken, was es noch bringt. Ragnarök macht deinen Verlust nicht wieder gut. So wenig wie mein Tod. Für heute habe ich genug Binsenweisheiten aus deinem Mund gehört. Könntest du bitte einfach still sein und töten? Da geht's lang und da geht's auch rein. Dann gucke ich mich doch erst noch mal hier drin um. Oder sind wir hierher gekommen? Nee, da ist eine Kiste, guck mal. Sehr schön. Ein kleines Lager. Steinholz. Freya ist sau ungeduldig. Sie enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Sie könnte ruhig als Rabe auch ein paar Fähigkeiten mitbringen, die sie im Kampf beisteuern könnte. Als Rabe. Ich habe langsam alle Vogelarten durch. Sie ist natürlich weder eine Eule noch ein Rabe. Sie ist ein Falke. Noch ein Kranrätsel. Lieb ich ja abgöttisch, muss ich sagen. Erstmal looten. Geschliffenes Metall. Es hat ein bisschen was Asiatisches, finde ich. Oder ja, irgendwie, keine Ahnung, in so einem alten Thai-Tempel könnte ich mir ähnliche Statuen vorstellen. Ist aber Vanaheim. Zwei Wege. Das hier sieht mir wie optional aus. Ja. Das müssen wir abbolzen. Huh? Ach, so einfach geht das. Ja. In der Tat. Sollen wir auch gleich auf den Kran feuern? Oder hängt der noch? Nee, der dreht sich um. Da können wir hoch. Trag mir nicht wieder auf zu töten. Was? Ich töte, um meinen Sohn zu schützen, meinen Freunden zu helfen. Aber ich bin niemandes Monster. Nie wieder. Das ist nicht deine Entscheidung. Nicht mit dem, was du mir schuldest. Ich bin nicht wegen Schulden hier. Ich hätte dir immer geholfen. Es wurde mir so vieles genommen. Und das soll ich einfach so hinnehmen? Freya. Genug. Das sieht nicht gut aus. Übrigens sieht das Verhältnis unserer beiden Helden hier auch gerade nicht gut aus. Wir müssen nur durch die Türen da vorne.
Ich hoffe, sie plant keinen Beschiss gegen uns. Echt angespannte Lage zwischen den Zweien. Da. Ich spüre die Quelle der Magie, die mich in Midgard hält. Okay, das Zeug hier. Mein Zuhause. Ich bin hier geboren. Mhm. Sieht aber nicht sehr angenehm aus hier. Ein bisschen wie ein Gericht, ne? Wenn man unter sowas aufwächst. Jetzt passiert irgendwas. Moment. Irgendwas stimmt nicht. Opinbera. Weltenbaumwurzeln zu Odins verdammten Knoten gebunden. So hat er das geschafft. Komm schon! Die Axt hilft. Was zur Hölle? Gehört das zu Odin? Nein, es schützt Yggdrasils Wurzeln, wo immer sie sind. Der Bastard hat damit gerechnet. Weiter so! Raus mit dir! Boah. Jetzt ist es deutlich mobiler wahrscheinlich. Boah. Ja, ich habe gesehen, was ich falsch gemacht habe. Raff's nicht. Selbst. Oder ist der Schild nur Dekoration? Kannst du hier nicht endlich den Kopf abhacken? Das ist keine Hilfe. Dann streng dich mehr an, es abzulenken. So. Oh, ich will das Grüne. Boah, wie scheiße. Was ein Scheißvieh. Jetzt bist du also bereit, mir Tipps zu geben, ja? Erstmal eine gute Kombo. Okay. Boah, was ein Vieh, ey. Ich hab
bist. In diesem Fall. Schnell! Mach den scheiß Knoten auf jetzt. Endlich. Gemeinsam. Du bist frei. In wahrer Hand, ja. Aber es gibt mehr Boten. Sie beschützt sie mit ihrem Leben. Gegner. Was soll ich machen? Greif durch Weltenrisse an! Ich kann sie sehen! Ich weiß nicht, was ich machen soll. L2 und R2. Und dann? Keine Ahnung. Benutzen Sie die Klingen? Ach so! Super! Das ist die wichtigste Info. Und die kommt natürlich... Einfach mal durch dieses scheiß Experiment alles verloren, was ich hab. Ja, stürzen wir um. Ja, ich bin gleich tot. Nee, noch nicht. Tut es nicht. Jetzt wird auf einmal die Axt gebraucht. Das ist schon ein dämliches Hin und Her, oder? Erst muss es unbedingt die Klinge sein. Ach, Leute. Nee, wisst ihr was? Die Folge geht eh schon wieder viel zu lange. Du weißt, wie es geht. Und deswegen verschieben wir das aufs nächste Mal. Heute war eine kleine Mecker-Folge angesagt, mit einem epischen Kampf gegen einen urtümlichen Drachen. Es reicht für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.